Ja, moin Freunde. Ja, heute wird gedatscht. Wir haben einen schönen Sonntagnachmittag. Ich wollte ganz spontan mal was machen. Ja, zum Nachmittagskaffee. Und ich wollte meinen Dutch-Ofen backen. Heute gibt's, ich muss noch anmerken, sehr coole Idee habe ich bei Facebook gesehen und wollte das unbedingt nachdatschen und auch filmen für euch, das mal so festhalten. Ja, quasi Gebäck für zu Tee. Blätterteigtaschen werden das, gefüllt mit Schokoriegel und obendrauf wird das Ganze gepinselt, oder bepinselt, damit es ja, halt eine schöne Farbe obendrauf gibt. So, wie gesagt, ich habe hier fertigen Blätterteig und die Kinderriegel. Ich fange jetzt erstmal an und dann schalte ich gleich nochmal dazu. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Und zwar habe ich das jetzt ausgerollt und ich konnte jetzt 9 Teile daraus schneiden. So, die werden jetzt einfach, ich habe mal hier einen angefangen, die werden einfach zugemacht. Einfach schön zugemacht, gefaltet. Wie ihr das schlussendlich macht, das ist, seid einfach kreativ. Ich habe einfach in der Mitte einmal komplett zugemacht. So, einmal hier unten zu. Und das nochmal nach oben. Er sollte halt schön zu sein, sonst, ja, der Blätterteig geht auf, der wölbt sich quasi auf und dann wieder aufgehen. Die ganze Geschichte kommt in den Dutchofen. Ich habe da ein, ich zeige euch das mal eben. Ich habe da ein Blatt Backpapier ausgelegt. Ich werde das jetzt so reinlegen, quasi mit der Naht nach unten. Und dann, Moment mal, wird die ganze Geschichte ein bisschen mit Eigelb von oben bepinselt. Das gibt eine echt geile Kruste. Also ich bin sowieso ein Riesenfan von Blätterteig und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das machst du sofort am Wochenende nach. So, ich werde jetzt mal weitermachen. Ich werde die ganzen 9 Teile reinlegen und dann schalte ich gleich nochmal kurz dazu. So, sind jetzt alle soweit geformt. Und zugemacht, wenn auch mal was aufgeht, ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir werden einfach mal schauen, wie sich das alles nach dem Garen halt, wie das alles aussieht. Und ich werde gleich nochmal, ich denke mal, die müssen, ich rechne mal so mit 25, 30 Minuten, aber ich werde euch gleich nochmal zum Schluss ja, mal erzählen, wie lange es jetzt gedauert hat. Und auch zeigen, wie es aussieht und sagen, wie es schmeckt. So, draußen kann ich heute mal wieder nicht filmen. Es ist heute am Schneien und ganz, ganz komisches Wetter. Und ja, deswegen heute von innen. Aber ich werde trotzdem datschen und euch das Ergebnis gleich mal zeigen. Bis gleich. Ja, Freunde, es sind circa oder knapp 25 Minuten vergangen. Entschuldigung. Ich hatte oben 14 Kohlen auf einem 12er Camshaft Dutch Ofen, vergleichbar mit dem FT9 von Petromax. Unten hatte ich so 7, ja, circa 7, da waren ein paar, die waren etwas kleiner. Das Ergebnis, schaut mal her, von unten wie von oben, nichts verbrannt, alles wunderbar. Was für ein Geruch, das ist echt der Wahnsinn. Ich werde jetzt mal einen anschneiden, um euch das zu zeigen. Schaut mal her, der Riegel ist noch so nicht komplett geschmolzen, aber schön weich. Ich werde einfach mal probieren. Hier ist er leicht rausgekommen. Boah, ja, heiß. Für auf die Schnelle kann ich euch nur empfehlen. Super, super lecker. Blätterteig schön kross. Die Schokolade da drin schön warm. Heiß, aber nicht komplett zerschmolzen. Super, super geil. Macht's doch einfach nach. Das war jetzt, ich sag mal, so eine halbe Stunde Arbeit. Und super lecker. Schaut nochmal. Hier. Super geil. Ja, wenn es euch das kurze Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Auch über ein nettes Kommentar oder eine Anregung. Und ihr seht's, abonniert meinen Kanal. Ich mache immer wieder was Neues. Ich probiere es einfach mal aus. Und ja,
Es hat mal wieder geklappt. So, ich sag mal, bis zum nächsten Video. Bis dahin.